Ja, hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn und heute mal wieder so eine kleine Verpackung. Ja, gerade jetzt so für die Weihnachtszeit, aber es passt auch fürs ganze Jahr. Manchmal braucht man wieder ganz schnell etwas. Also mir geht es immer mal so, ich vergesse häufig, ach Mann, du wolltest doch noch was schenken, was mitnehmen oder so. Und ja, so eine Flasche ist immer eine nette Sache. Vielleicht im Augenblick so ein Champagner, ein Sekt, ein ja, sowas in diese Richtung. Vielleicht auch ein Glas, eine Flasche Wein. Man kann aber auch Öl, Saft und sonst irgendwas verschenken. Ich mache jetzt hier für eine Flasche Sekt eine Verpackung, die relativ schnell ist. Und ja, schau einfach mal, wie ich es mache. Ich brauche ein Stück Papier. Theoretisch müsste das haben 33 mal 26, auf jeden Fall für meine Flasche. Das ist natürlich schlecht, also habe ich mir zwei Stücke zurechtgeschnitten und zwar in 17 mal 26. Und die falze ich jetzt und zwar ist das hier noch aus dem Designerpapier Weihnachtsfreuden. Und ich finde, das sieht total toll aus für diese Verpackung, die ich vorhabe. Gut, also ich brauche erstmal natürlich eine Klebelasche. Und da ich ja zwei zusammensetzen will, brauche ich auch für die andere, genau, brauche ich auch für das andere Teil eine Klebelasche. Also ich fange jetzt erstmal mit diesem Teil an und falze 1 cm in der Länge. Und das Ganze lege ich nochmal auf 8 an, denn meine Flasche hat etwa ein, ja, passt in ein 8x8 cm Quadrat rein. Da musst du vielleicht mal bei deiner Flasche gucken, die du so im Kopf hast oder wo du denkst, die möchtest du verschenken und einfach mal auf ein Lineal stellen und gucken, wie das bei dir so hinkommt. Also ich brauche hier 8 cm. Nicht zu doll falzen, dann bricht das Papier schnell. So, dann brauche ich für das untere, für den Verschluss, brauche ich 5 cm. Und für oben brauche ich 6 cm. Das darf ich natürlich nun nicht durcheinander bringen. Also am besten irgendeine Markierung anbringen. Und auch bei deinem zweiten Teil musst du darauf achten, dass die Klebelasche so sitzt, dass sie an das nächste anschließt. Also einmal hier und das nächste Mal sollte dann hier die Klebelasche sein, damit das dann zu einem Quadrat gefaltet werden kann. Okay, mit dem zweiten Teil mache ich jetzt genau das Gleiche. So, ich habe jetzt auch alles schon gefalzt und jetzt schneide ich von der Klebelasche jeweils diesen bis zur Falzlinie das Teil ab. Also einmal hier unten und oben mache ich genau das Gleiche. So, jetzt kann man auch ganz gut erkennen, was oben und unten ist. Das habe ich hier schon mal gefalzt. Das kann ich auch vorsichtig falzen. Also immer nicht so doll. Dann bricht euch das. Und das ist total blöd. So, an der Unterseite kann ich jetzt auch hier ja, die Segmente einschneiden bis zur Falzlinie. Ich kann sie auch so ein bisschen anschrägen. Dann guckt es nicht so schnell raus. Das finde ich immer bei so geraden Teilen ganz gut. So, und an dem oberen Teil, da kannst du jetzt auch das einschneiden bis zur Falzlinie. Und dann benötigst du ein Lineal oder irgendwas, wo du messen kannst. Ich nehme jetzt mal hier das Lineal. So, und das Ganze ist jetzt hier 8 cm und ich will in der Mitte 3 cm stehen lassen, also bleiben 2,5 auf jeder Seite. Ne? 2,5. Das ist richtig. Da mache ich mir jetzt eine Markierung hin. 2,5. Und dann macht das 5,5. So, das müsste jetzt hinkommen. Ne? Genau.
sieht gut aus. Das auch auf einer Seite zeichne ich mir das auch ein. 2,5 und 5,5. So, und jetzt nehme ich die so zusammen und schneide jetzt von 2,5 und 5,5 bis zu dieser Falzlinie schräg das Ganze weg. Einmal und dann hier auch auf meiner Markierung, und das muss jetzt bis hier zur Ecke. So, genau, und das mache ich jetzt mit dem ganz genauso. Da habe ich mir das ja auch irgendwo markiert. Da, also hier ist meine Markierung und bis zur Ecke und hier auch. Genau, so soll es aussehen. Als nächstes möchte ich mir hier Löcher reinstanzen. Da musst du mal gucken, es sollte nicht zu klein sein. Du könntest jetzt auch deinen Locher zum Beispiel nehmen. Das Loch, es kommt immer darauf an, welche Größe dein Band hat, was du da durchziehen möchtest. Meins ist etwas dicker. Also da stanze ich jetzt durch zwei Teile durch, so in etwa mittig. Und dann gucke ich noch mal, dass das hier auch etwa gleich ist. So. Dass es etwa die gleiche Höhe hat. So, jetzt ist der größte Teil schon fertig und jetzt klebe ich meine Teile zusammen. So, und den Boden kannst du auch schon zusammenkleben, also einfach die Teile so übereinander geben und dann festkleben. Und dann stellst du am besten deine Flasche schon mal da rein. Bei mir langt jetzt hier die Höhe nicht mit dem, mit der Kamera, aber dann ja, kann das Ganze schön festgedrückt werden. So, hierfür brauchst du natürlich auch deine Flasche, denn wenn die da drin ist, ziehst du durch die Löcher dein Band und je nachdem, wie breit es jetzt auseinander geht, und machst vorne eine Schleife. So, für den, damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht, habe ich mir jetzt ausgedacht, ich mache noch unten eine Umrandung. Und die möchte ich in Chili-Rot haben. Und dafür benötigst du zwei Streifen in 17,2 cm, weil das ja jetzt etwas darum muss. Und in der Breite habe ich jetzt 4 cm, also 17,2 mal 4. Und du faltest das Ganze jetzt auf 8,1 und auf 16,2. So, und dann brauchst du noch 1 cm zum Kleben. Den Rest kannst du dann abschneiden. So, und da brauchst du zwei Stück für. Und vier Teile in 8 mal 4 cm. So, die Teile kann ich hier auch schon mal rumkleben. So, da muss ich dann nur wieder darauf achten, dass ich ja da eine Klebenaht habe. Das kann ich an der Stelle auch gleich zusammenkleben. So, und jetzt kann ich das Ganze hier schon mal rumkleben, entweder mit Doppelklebeband oder ich mache das jetzt auch ruhig hier mit meinem Flüssigkleber. So, wenn du deine Flasche da jetzt schon drin hast, hast du natürlich auch mehr Möglichkeiten, dagegen zu kleben und ein bisschen Druck auszuüben. Ich muss das jetzt hier mal mit dem Lineal machen, damit das Ganze
Hotel. So, als nächstes kommt jetzt die Big Shot zum Einsatz und ich hatte ja vier Streifen in 4 x 8 cm und die will ich jetzt prägen mit unserer Prägeschablone Wellpappe. Und dafür lege ich mir, zwei habe ich schon fertig, zweimal hier in die Form rein. So, da das so eine ganz dicke ist, brauche ich halt nur die Basisplatte und eine Acrylplatte. Mehr brauche ich dabei nicht. So. Und das Ganze einmal durchdrehen hier. Und jetzt habe ich hier eine wunderschöne Prägung. Also wie gesagt, zwei hatte ich schon fertig, also vier Teile brauche ich dafür, ganz klar. So, und die klebe ich mir jetzt an meinen roten Rand dran. Und zwar den Klebstoff immer hier oben drauf geben. So, und jetzt die Rillen, die unten liegen, so ein bisschen festdrücken. Da würde jetzt auch noch mal ein Falzbein gut helfen, weil er genau das da genau reinpasst. So, jetzt muss ich meine Flasche hier hinlegen, damit du das sehen kannst. Ja, also hier unten habe ich jetzt hier meine Wellpappe wunderbar angebracht. Dann eine schöne weihnachtliche Verpackung. Hier kommt eine Schleife dran, wie du siehst. Da hier Gold ist, passt das natürlich auch super schön. Und jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen dekorieren mit einem kleinen Weihnachtsspruch. Vielleicht noch ein paar Glimmersterne oder sowas dazu. Mal schauen. Und du siehst, eine ganz schnelle weihnachtliche Verpackung ist fertig. Ich hoffe, du hast auch viel Spaß daran und wünsche noch eine tolle restliche Adventszeit. Bis dahin, sag tschüss.